Rot, Gelb, Blau. So ein Regenbogen erscheint ganz plötzlich am Himmel und leuchtet in vielen verschiedenen Farben. Das macht ihn zu einem wirklich außergewöhnlichen Wetterphänomen. Wie so ein farbenprächtiger Regenbogen entsteht, konnten sich die Menschen lange nicht erklären. Deshalb erzählten sich die Menschen fantastische Geschichten darüber. Aus Irland stammt die Sage, dass am Ende des Regenbogens ein Topf voll mit Gold zu finden ist. Aber stimmt das wirklich? Und wie kommen die Farben in den Regenbogen? Zuerst machen wir uns mal auf die Suche nach dem Wetterphänomen. Das hier ist zum Beispiel ein Regenbogen. Und der hier auch. Er erscheint bei Regen. Aber ein Regenbogen ist nicht nur am Himmel zu finden. Auch bei diesem Springbrunnen gibt es einen Regenbogen. Oder sogar bei einem Wasserfall, wenn die Sonne scheint. Das ist interessant. Ein Regenbogen hat also etwas mit Wasser und Sonne zu tun. Der Regen, der Springbrunnen und der Wasserfall haben etwas gemeinsam. Sehen wir mal genauer hin. Das Wasser kommt hier in vielen kleinen Tropfen vor. Aber wo kommen jetzt die Farben her? Das Licht der Sonne trifft auf Millionen von Wassertröpfchen. Dann passiert etwas echt Spannendes. Wir gehen mal näher ran. Der Lichtstrahl trifft auf einen Regentropfen. In dem Regentropfen passiert etwas mit dem Licht. Das kann man am besten in einem Beispiel sehen. Das ist ein Glasprisma. Es steht für den Regentropfen. Diese Lampe steht für die Sonne. Licht an. Tada! Ein künstlicher Regenbogen. Das Licht erscheint uns weiß. Eigentlich ist es aber gar nicht weiß, sondern besteht aus vielen verschiedenen Farben. Das Prisma zerlegt das Licht in diese Farben. Man nennt sie Spektralfarben. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett. Aha, die Farben des Regenbogens. In einem Wassertropfen passiert das so ähnlich. Das Licht trifft auf den Tropfen und wird in seine Spektralfarben zerlegt. Hinten am Wassertropfen wird das Licht reflektiert. Es prallt zurück und tritt farbig wieder aus dem Tropfen aus. Das Gleiche passiert natürlich in allen Tropfen. Den Regenbogen, der so entsteht, kannst du jetzt sehen. Aber nur, wenn du die Sonne im Rücken hast und das Licht direkt in deine Augen trifft. Die irische Sage mit dem Goldtopf am Ende des Regenbogens ist also leider nicht wahr. Das haben sich die Menschen früher nur ausgedacht, weil sie sich den Regenbogen nicht erklären konnten. Aber jetzt weißt du ja, wie das Wetterphänomen zustande kommt. Wenn die Sonne in die Regentropfen hineinscheint und du sie im Rücken hast, kannst du einen Regenbogen beobachten. Die einzelnen Wassertropfen zerlegen das Sonnenlicht in seine Spektralfarben. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. So kommen die Farben in den Regenbogen. Hat dir das Video gefallen? Mehr davon gibt's auf unserem YouTube-Kanal und auf klicksmix.de findest du noch viele weitere Videos, Audios und Spiele. Schau doch mal rein!